So, und weiter geht's. Servus, miteinander. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Gretch, ich musste doch nicht weg. Beziehungsweise kurz, aber jetzt mehr. Ist auch egal. Machen wir jetzt direkt weiter. Ich hab gesagt, locker, ne? Irgendwie hat mich das Spiel in dieser Mission oder diesem Bereich irgendwie gecatcht, ne? Irgendwas mit meinem Punisch, richtig? Was dabei, ne? Ja. Also irgendwie. Ist der Grusel, nicht unbedingt der Grusel, aber irgendwie ist dieses anstrengende Szenario bei mir im Kopf jetzt angekommen. Jedenfalls in dem Bereich. Und das haben wir ja alles, ne? Also genau, wir wollten jetzt einfach mal zu dem Typen nochmal irgendwie. Ah ja, stimmt, das war ja das Ding. Ich bin ja gar nicht mehr zurückgekommen, weil ich mich so verranzt hatte. Ja. Und wir müssen jetzt einfach. So, jetzt nochmal ganz kurz. Wir müssen so leicht schräg rüber. Also ich sehe es ja, ich sehe ihn ja schon. Das hieß, wird er jetzt hier, genau, da ist es ja schon. Servus, ne? Rudi, grüß dich. Rudi ist nicht so schnell. Passt. Aber schnell genug. So. Also, ihr Fliegerasse, wenn ihr alle da abgestürzt seid, ist ja wie bei Lost, wa? Ja, so ist das. Aha, so. Boah, keine Ahnung. Der da. Tatsächlich sind es zwei von den gleichen. Ich glaub's nicht. Okay. Überriechende Mixtur aus Fisch und noch etwas anderem. Der Flieger sagt, dass er Biester im Windstrang anlocken. Ich muss vorsichtig sein. Okay. Also, wenn ich das Ding dabei habe. Dann werden die wahrscheinlich noch wilder auf mich, oder? Kann es mal sein. Zweiten Köder. Bloß mal. Ach, so ein Bartelfisch und den ich gerade schon hatte. Aha. Naja, ist ja gut. Und der letzte. Zweimal. Hatte ich noch nicht, glaube ich. Wobei, doch, das können diese komische Aal gewesen sein. Also diese mit den Bärten, dann einmal den, den ich sowieso schon hatte, und zweimal der Aal. Was auch immer es ist. Okay, wir sind schnell. Wir haben es vorbereitet. Wir zielen jetzt. Oh, ich sehe es gerade. Ich sehe es, beziehungsweise ich sehe es nicht. Die Falle sehe ich jetzt auch sehr schlecht. Da ist er schon wieder. Ich sehe ihn. Vielleicht kann ich jetzt irgendeine bestücken. Ja, oder? Oh, da ist er ja schon. Eieiei. Das sieht nicht gut aus. Eieiei. Und dann noch draufschießen. Das hat gesessen. Im Innern befindet sich der Kadaver eines Geisterfressers, ja. Fleischklumpen, ein bleicher, blutiger Klumpen, sein Geruch beißend und metallisch. Ach, das ist der Beweis, okay. Ja, dann kannst du dann gleich wieder haben, ne? Was nochmal inspizieren? Nee. So, dich brauchen wir einmal. Könnte das dieser Fisch das sein, den wir noch einmal brauchen? Versuchen wir es doch gleich. Ach so, nein. Wenn wir jetzt in dem Bereich Ruhe haben, vor dem alten Schwanzlurch, dann bin ich ja froh. Da ist es. Das Viechlein. Ja, tatsächlich. Dann haben wir jetzt für den einen Köder schon wieder alles. Da brauchen wir jetzt nur noch die mit dem Bart. Den Barteln. Abortel. Wieso schweigt eigentlich jeder drüber, dass er keinen Arm hat? Er sagt ja auch nichts dazu. Ich habe einen Kadaver an Kreatur, den ich hier zeigen will. Immer sehen. Fleischstumm aus seinem Antar. Du reichst dem Flieger den zerfetzten Fleischstumm. Er ist nahezu formlos, doch ihr wisst, beides sehr gut. Ziemlich mir mehr gehört. Er stochert mit seinem Messer in den gummiartigen Fleisch herum. Er scheint zufrieden zu sein. Das macht Spaß, ne? So ein bisschen.
Ah, das war mal eins dieser Biester. Mhm. Wir machen Fortschritte, aber es gibt noch viel zu tun. Ist sehr gut. Habe ich schon wieder eine Erkennungsmarke? Ja, tatsächlich. Stimmt. Habe ich schon wieder vergessen. Mhm. Dann kriege ich mein Forschungsmodul. Dann kriegst du die letzten Köder. Das ist nämlich dieser jene. Fluppel, fluppel. Ah, ja, du bestückst das wieder. Ich kriege die Nummer 3. Und du kriegst den einen Fisch noch, bei der ja passt. Genau. Fertig. Und die anderen, den hole ich dir jetzt. Also. So. Forschen. Hier rein. Vielen Dank. So, 82%. Sehr schön. Okay. Mhm. Ist natürlich auch ein Hammerteil von der Größe her. So, jetzt müssen wir den Bartfisch finden und die Fallen natürlich auch. Die werden wir hier, ach, die werden mir doch angezeigt. So leicht da in die Richtung. Da entlang irgendwie halt. So, was haben wir denn hier erst einmal? Ja, das ist er doch. Eng geschnürt. Da ist er schon. Sehr schön. Was ist das für einer? Ein Wels. So. Da ist er. Dann hier einmal. Dann hier einmal rum. So. Stimmt, da war ich noch gar nicht. Sind die Mangroven wieder zugegangen? Und habe ich gesagt, nö, dann halt nicht. Genau. Perfekt. Mal kurz zur Seite. Bist dich satt. Hau mal richtig rein. Das hast du dir verdient. Das ist auch brutal. Ey. Die mega Bärenfalle. Dann noch die Stacheln. Die gefällt mir, die Falle. Also die ist super. Und dann noch drauf ballern. Over the top. So. Also unseren Fleischklumpen. Der kommt hier hin. Sieht aber seltsam aus, die Wand hier. Die sieht aus, wie keinen Bock mehr gehabt. Geradeaus. Nicht ganz, oder? Ne. Doch. Da rein. Okay. Also echt. Am Tag ist es nochmal komplett anders gefühlt. Ja, die Texturen am Boden auch, oder? So wirklich wie einmal, boah, einfach mal drüber, keine Ahnung. Entschuldigung, mal ein bisschen seltsam. Naja. Haben ja auch nicht viele Leute gemacht, ne? Bloß einer? Wieder mal? Das war früher, also was heißt früher, vor ein paar Jahren? Vor wenigen Jahren. Vor wenigen Jahren noch volles Ding. Wenn ein Typ, eine Frau, ein Mann, wie auch immer, alleine ein Spiel erstellt hat, Musik, Grafiken, Gameplay, Engine, das rausgebracht hat. Mittlerweile wird das echt viele. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie so eine Art Geheimnis dahinter ist, was ich halt einfach nicht gründen kann, weil ich nicht in dem Business bin. Aber so eine Ein-Mann-Armee ist nicht mehr selten. Und vor allen Dingen auch für relativ bekannte Spiele oder erfolgreiche Spiele oder ja, Einschläge gespielt. So, hier den da. Natürlich muss er richtig gedreht werden, sonst klappt's nicht. So, und die Nummer 2. Warum muss ich da eigentlich nochmal drauf drücken? Also. Oh nein! Entschuldigung. Ja, ja, ja. Danke. So, einmal ablegen. Doch, das reicht noch, oder? Von der Zeit her. Hm. Wenn wir es denn finden, wenn ich denn da hinkomme. Und geradeaus eigentlich nur noch, ne?
So ein kleiner Zoom, ne? So ein mini kleiner Zoom. Der wird mir extrem helfen hier schon. Hier sieht es nach Falle aus, oder? Ja, siehst du, siehst du. Ich habe schon gemerkt, der ist hinter mir. Hau rein. Du bist der Letzte. Zwar der Schrecken sehr schnell, sehr viel weniger. Nachdem wir eine Falle haben. Funktioniert? So, oh, hoffentlich seid ihr jetzt wirklich alle kaputt. Falls da keinen Bock mehr. Ich will das schon noch in Ruhe hier mal inspizieren noch. Ja, Bretter. Ja, da fehlen uns ja noch welche. Bin mich so sicher. Weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Hier, da war ja, da ging es ja nicht entlang. Na, wir müssen einmal genau außen rum. Schon wieder. So, alter Freund. Also, alter Flieger. Wie hast du deinen letzten Kadaver? Bitteschön. Schlumpf weg, du wirst den blutigen Kadaver dem Flieger vor die Füße, seine Augen glitzern vor distischem Vergnügen. Er beugt sich hinunter und sticht mit dem Messer in das weiche Fleisch. Er zeigt sich unter der Klinge und gibt den Blick auf einen metallischen glänzenden Gegenstand frei. Er reißt den Gegenstand aus dem Fleisch der Kreatur und hebt ihn hoch. Du erkennst, dass es eine Halskette ist, überzogen von blutigen Steinen. Nun, Fischermann, Glück für dich, du wirst du von einem Sammler ein hübsches Sümmchen bekommen. Da ist er, das Relikt. Okay, ich dachte, ja, stimmt. Ich hab gar nicht vermisst, dass unser Nordlicht irgendwo ist. Ja, klar, nehme ich. Eine üppig verzierte Halskette, tränenförmiges Elfenbein, flankiert das zentrale Schmuckstück einer von vier brechenden Wellen eingeschlossenen Smaragden. Jetzt mit den Wellen, wir haben ja vorhin so ein Rätsel, letzte Folge so ein Rätsel gehabt. Habe ich nicht drüber nachgedacht, muss ich ehrlich sagen. Habe ich natürlich auch keinen Anhaltspunkt, wie man das lösen. Oder was man da machen kann. Er tritt vom Kadaver zurück, an sich chronisch und tja, das war's dann wohl, schätze ich. Was willst du jetzt tun? Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich würde dich bitten, mich von hier wegzubringen. Aber es ist mir doch zu einer Art Heimer geworden. Es fühlt sich nicht richtig an, meine Brüder hier zurückzulassen. In der Zwischenzeit könnte ich spezielle Köder für dich entwickeln. Das würde den... Okay. Ich weiß jetzt nicht... Aha. Aha, also kann ich, okay, also wenn ich zu faul bin, die lokalen Fische zu finden, dann kann ich jetzt einen Köder reinwerfen. Wäre vielleicht bei ganz speziellen Sachen nicht verkehrt. Wie bei diesen komischen Aalen, bei der Schlange da so. Ja, lass mich in Ruhe, ich will jetzt auch keinen Köder mehr, lass mich. Okay. Da haben wir ja nichts mehr. Ja, das sind wir jetzt fertig. Gehen wir noch zur Frau? Wollte man nicht auf dem Weg irgendwo noch hin? Kann ich mir keine... Also gut, jetzt sieht es so aus. Ich will einmal da noch mit euch hin. Eigentlich will ich auch da hin. Aber das können wir nochmal machen, wenn wir da sind. Ne? Dann können wir da nochmal rüberschubbern. Das heißt, wir gehen jetzt da und da hin, dann teleportieren wir zurück. So machen wir es. Jetzt müssen wir das mal rausfinden. Ohne, dass wir überall ran schrabbeln.
Wie sieht es denn jetzt überhaupt aus? Ah, ich habe vergessen ins Lager. Das heißt, wir gehen doch nochmal zur Tante. Ist ja wurscht. Und hier kann man jetzt einfach in Frieden tuckeln, schippern. Da ist schon wieder sowas Gelbes, so ein gelber Kopf. Ah ne, hier ist diesmal ein Pilz. Okay, alles cool. So. Bauffahrende Händlerin. Mein Lager. Ja, komm. Von mir aus. Nee, komm auch mit rein. Dann Schwimmdock dahin. Da rein. Und bitteschön. Jetzt sind wir bald wieder blank. Und hier brauchen wir das restliche. Ich habe bloß noch ein Holz. Ich glaube, ich spinn. Ist ja nett. Schon wieder Holz weg? Aber Geld hätten wir nicht gehabt. Okay. Noch was? Es wird groß. Ablegen. Ah, sollten wir um die Uhrzeit da wirklich rausfahren? Naja, wird ja auch wieder hell irgendwann, ne? Passt ja. Das ist wahrscheinlich genau da vorne das Stückchen. Was haben wir denn da? Nö. Nö, nö. Was haben wir denn da? So, da sind wir genau. Ich vermute mal wieder so ein Einsiedlerkrebs, der sich jetzt was anderes tarnt. Jawohl, du mit deinem Nebelhorn. Wie macht der Fisch das eigentlich? Wie erzeugt er solche Geräusche? Den Topf. Du bist so ein Krebs, oder? Nein, bist du nicht. Oh, wer bist denn du? Du kommst irgendwie bekannt vor. Nie aus dem Spiel. Keine Ahnung. Aha. Gestalt mit Kapuze. Fischersmann. Ehre. Sohn scheint vergessen zu haben, was ich sagen wollte. Ne, das ist schlecht. Füttere den Mund. Ja. Die Gestalt mit Kapuze zeigt dir eine Schrift, die weist auf ein Bild. Es ist ein Tarpun. Ich habe kein Tarpun dabei. Alles klar. Dusche wieder. Ja, ein Tarpon. Alles klar, ein Tarpon. Ich guck. Ach, du bist ja wirklich da. Hab dich gerade gar nicht gesehen. Ich schau mal, ob wir einen Tarpon für dich finden. Mein Freund. Aber erstmal gucken wir die Rückseite von dir an. Von der Insel. Ach ja, ein Sextant mal wieder. So, dann Dankeschön. Ein Flugzeug! Ist es nicht. Du garstiges Mistvieh. Bist du... Bist kein Tarpon, okay? Garstiges Mist. Bist du da vorne ein Tarpon? Ich weiß gar nicht, wo es die gibt. Ich habe die hier noch gar nicht gehabt, ne? Gehen wir jetzt davon aus, dass sie vielleicht hier in der Nähe sind. Bin ich dann halt nicht. Dann müssen wir es uns merken. Mein Name ist so speziell, das merke ich mir wahrscheinlich wirklich. Das ist ja alles der gleiche Mist. Okay, zur nächsten Insel. Ein Schwarzloschen, Flossen tun. Nee, das ist aber auch nicht das Richtige.
Hause da hinten? Ach, das ist schon die Festung. Ja. Sieht fast so... Ah, nee, das ist auch nicht. Nee, nee. Vielleicht gibt es den auch noch nachts. Würde passen, ne? Würde wieder passen. Ja, und hier so? Das ist ja unglaublich. Ach, Stiefel wieder. Also Geselle mit deinen Tarpfuhn, sieht schlechter aus. Ich schippe noch zu dir zurück, weil es da Nacht ist. Dann versuche ich es nochmal für dich einen aufzutreiben. Und wenn nicht, dann müssen wir irgendwie dran denken, falls wir den woanders finden. Nö. Ist jetzt schon Nacht? Halbwegs, ne? Doch. Schippern wir halt nochmal ringsrum. Eieiei, wieder komplett was Falsches. Nee. Genau da wieder so ein Irrlicht. Zwei, jawohl. Super. Hau ab. Noch eins. Sieht schlecht aus. Ganz schön. Hey, da ist was Größeres unterwegs. Keine Ahnung. Vibefisch. Viper. So, was ist denn das denn? Ist das ein Schiff? Ja, ey. Ach schon. Eine Boje so weit außen. Hey, da kann man diese richtig weit erkennen. Wahnsinn. Stahlspitz? Ach ja, das ist der Depp, der... Nee, doch nicht. Hepp. Der um Stahlspitz rum chauchiert. Schon wieder irgendwas in meinem Lagerraum? Nee. Ja, aber die kennen wir doch schon. Die sind aber weit weg von zu Hause. Die sind ja extrem weit weg. Okay. Was die hier auch gibt, das wusste ich nicht. Ja, schon ist wieder morgens. Sind die wieder? Ey, lass die Funzel an. Naja. Tarpan. Die Wiese? Ist auch egal. Komische Aal da, ne?
Okay, ja, da sind wir wieder zu Hause. Also, sozusagen. Jetzt haben wir praktisch die letzte, die vorletzte Region schon abgehakt. Das ging jetzt so gefühlt ganz schnell. Aus der Tiefe gezogen, okay. Aber das ist nicht der spezielle, ne? Das ist er wieder. Das ist der allererste, den wir hatten. Der eklige. Der erste eklige. Der, der ohne Ekel ist, wirft den ersten Stein. Schuppen. Weiter, Leute. Also gut. Will ich dich nochmal anlappen? Möchte ich, dass ich gegen. Nee, eigentlich nicht. Tab, 3 Güte, 1 Petit, jawoll. Alles cool. Fischhändler, will ich dir was geben? Ja, der kann ich alles. Die kannst du haben. Ich bin ja eigentlich jetzt auch schuldenfrei, ne? Das ist auch schon längst. Wurde nicht so groß zelebriert, aber ich glaube, es war so. So, im Lager haben wir ja den Babel. Das ist das ganze Goldgezeugs hier. Das müssen wir eigentlich drüben nochmal verkaufen. Forschen können wir mal wieder nichts. Rockendog. Wildchen haben wir, glaube ich, nicht gefunden. Nee. So. Und kaufen? Ja. Ja, genau. Die haben wir ja neu. Reparieren müssen wir auch nichts. Die fette, die kriegen wir eh nicht installiert. Das sind ja also einmal 1, 2, 3 anscheinend jetzt. Ach, bescheuert, ne? Okay, na dann wieder raus. Ablegen. Ah, okay. Fähigkeit. Ja, na gut, ist klar. Irgendwo. Huch, das war jetzt ein bisschen arg. So, mal schauen, wie es unseren Kollegen da drüben geht. Na, Dogarbeiter? Geht's immer noch nicht besser. Denen geht's einfach nicht mehr besser. Na, trauernde Vater. Händler. So, mein Freund, du hast jetzt heute ein richtig schönes Geschäft vor dir. Ja, das kommt alles weg. Ich habe 2 Schmuckstücke verkauft. Warum? Das sind doch alle. Ach, weil es die einzige war, die ich noch drin hatte, wahrscheinlich. Das da. Die. Sieht furchtbar gerade aus. Ja, das muss ja eh hier rüber. So, ne? Ja. Wir gehen in die Stadt. Und einmal. Forschung ist eh Quatsch. Wieder los. Jetzt kommen wir nochmal zu unserem Freund. Ja, das müssen wir nochmal mitnehmen. Also, wir sind jetzt wirklich komplett überall. Liegen wir im Argen. Auch so viel Zeugs. Das ist der Hammer. Alter. Das ist nicht dein Ernst. Nicht bei Holz. So. Das mit die zwei haben wir schon mal gut. Ich glaube, die brauchen wir fast gar nicht mehr. Und ein anderes Schiff gab es auch nicht. Gut, dass ich nicht gespart habe. Du betrittst das Haus und du hast die prächtige Heizkette bei dir. Der Sammer merkt sie beinahe sofort. Beinahe. Ein herausragender Fund, so etwas erlangt einen Ehrenplatz in meiner Sammlung. Er wischt mit der Hand über einen zugehörigen staubigen Tisch, in dessen Ecken sich Kerzenwachsriste sammeln. Er platziert die Heizkette vor sich auf den Tisch. Ich nehme an, du erwartest jetzt eine Belohnung dafür. Einmal mehr öffnet das Buch. Bla bla. Fähigkeit Atropie. Fange sofort einen ganzen Fischschwarm. Was? Okay. Wir sind so nahe dran. Es fehlt nur noch eins. Ich schlage das ungefähr vor. Aber die Abyssal-Ebene vor dem Teufelsgrad ist ein Fischerschinken. Dort will ich meine Glück sagen. Ne? Okay. Abyssal-Ebene. Okay. Bist du ein Mensch? Alle Fragen
wird mit einem durchdringenden Blick beantwortet. Nun gewiss, als Mensch, der du bist. Noch etwas? Nö. Alles cool. Ich habe jetzt auch Schlangen bekommen. Also dahin. Komm, schippern wir noch hin, zusammen. Wir kennen zwar schon... Ja doch, wir kennen es eigentlich schon. Ich müsste echt mal... Ich weiß nicht, wie ich jetzt an die Forschungsteile herankomme. Oh, Kacke. Ach, die konnten wir auch mal kaufen. Das wäre auch bloß eins gewesen. Egal. Nee. So, ein bisschen höher müssen wir schon noch. Ja. Nee, passt. Haben wir da schon? Ich glaube, ja. Ja, ich glaube, da wollte ich als erstes hin. Damals. Da ich gedacht habe, da können wir doch bestimmt anlegen, weil das mir zu weit ist, oder? War es nicht so? Ich weiß es nicht mehr. Schau mal. Ja, doch, da war man schon. Hier ist gleich so ein Glitzerschwarm aufgetaucht, den holen wir uns. Und noch einer. Na? Jetzt, Alter. Blutkalmar. Betagern spießt aus einem leuchtenden Kern, der in einem gallartigen Sack ruht. Daneben liegen weitere schlafende Kerne. Geht. Guck, bin ich da schon wieder. Irrlicht, hau ab. Muss hier was machen. Nee, doch nicht. Jawohl. Da ist er jetzt. Ah, halt. Rasiermesser Zahntun. Halb Zähne, halb Muskeln ist der einzige Daseinszweck dieses Wesens. Die Jagd auf eine unglückselige Beutetier. Beutetier. Beuteltiere vielleicht auch. Wenn das Beutetier ein Känguru ist. Warum nicht? Nervt mich. Das ist nervig, das darf ich nicht da lassen. Was nun schon wieder? Was willst du nur mit dem Auge? Guck mir jetzt so blöde. Da brennt was. Jemand ist hier, er kauert über sein Lager vor, murmelt vor sich hin, du nährst sie vor sich. Jetzt waren wir mal tagsüber da, ne? Der alte Bürgermeister, hast du es zurückgeworfen? Nö. Das Buch? Nö, habe ich doch so nicht. Ich bitte mir das nicht ein. Du bist es wirklich, oder? Nö. Wenn sich Hände ringend ab, er spricht mit dem Feuer. Er war es, er und seine verdammte Frau, sie haben dieses alte Buch zutage befördert. Aber etwas, das sich im Nebel verbarg, folgt ihm durch das Boot hindurch. Bäm. Der Mann ahnt Explosionsgeräusche nach und gestikuliert mit den Händen. Er starrt immer noch ins Feuer. Es sieht aus, als würde er einem Kind eine Geschichte erzählen. Es hat zu uns gesprochen. Es sagte, es sei wegen unseres Atems gekommen, dass wir ihn bald nicht mehr brauchen würden. Dann brach die Dunkelheit herein. Eine Ewigkeit später wurden einige von uns an Land gespült. Er auch. Er klammerte immer noch das Buch. Wirf es zurück, brüllten wir, während der Nebel das Ufer erreichte. Wir dachten, man könnte es noch rückgängig machen. Silber und Purpur, das Buch bedeckte von ihrem Blut.
Ah ja. Ich weiß, welches Buch das ist. Der Mann passt die Augen zusammen, er kämpft in den Tränen, seine Stimme wird zu einem Flüstern, bitte. Die Leuchtturmwächterin. Nein. Okay, das ist dann... War, ne? So natürlich die Gute dann. Die hat es gesehen, sie weiß, wo er es kam, wohin es gehen muss. Aber es hat mir gute Fähigkeiten gebracht. Silberpuppe, er wirkt sie vorhin zurück. Ja, okay, was hast du über den Nebel? Unerfreut Ding, das Böse hast du nicht gespürt. Was hat die Leuchtturmwärter damit zu tun? Sie hat alles gesehen. Also nochmal das Gleiche, jawohl. So, alter Bürgermeister, schön, dass man dich gesehen hat. Ich habe ja nichts zu forschen. Ja, jetzt machen wir mal einen Break. 60 in dem Spiel. Genau. Dann machen wir hier noch ein paar Inseln, dann kriegen wir noch unsere neue Fähigkeiten, dann müssen wir den Gönner verraten und dann sind alle Fähigkeiten mitgenickert. Keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, ob das Spiel dann weitergeht, wenn man durch ist. Wurde fast nicht. Aber wer weiß. Lassen wir uns überraschen. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Servus.